weil hier entsteht dann so eine Halbküche oder sowas. Und dann schauen wir mal. 1, 2, 3. So, gucken, ob das hier symmetrisch ist. Ist symmetrisch. Perfekt. Also nicht, dass ich mich hier vorhin bei dem Dreierfenster irgendwie verzählt habe und es dann doch ein Viererfenster gewesen wäre. Aber nö, kommt hin. Gut. Das ist das. So. Das wird ein Spaß, das Dach zu bauen im Survival-Modus. Damals habe ich es ja im Creative gebaut. Geht jetzt aber auch nicht mehr, ne? Was mache ich denn? Ich habe doch eine Axt. Nutze die Axt! Nutze die Macht der Axt! Na, ich bin so toll im Bauen, ey. Oder auch nicht. Jetzt kommt, wähl die Axt einfach mal aus. Meine Güte. So. Ja, das ist das. Dann kommt hier halt... Habe ich jetzt zu viel Erde rausgeholt. Mensch, das muss doch auch gar nicht sein. Ist ja schön, der Erde wegen, ne? Weil man kann ja nie Erde genug haben für ein bisschen Terraforming und so weiter. Aber inzwischen haben wir wirklich ordentliche Erde. So, hier kommt das alles dicht. Kommt halt hier dann eine Wand hochgezogen und so weiter und so fort. Aber halt alles erst später. So. Jetzt aber einen Apfel erstmal nehmen. Und einen Setzling. Kommt hier noch jede Menge runter oder reicht das jetzt mal langsam? Ich weiß ja nicht. So. Muss ich doch tatsächlich überlegen. Ich muss hier auf der Rückseite erstmal hin. Ich habe ja noch gar keine Fichtenholztreppen so viele. Ne? Muss ich mir wohl oder übel halt erstmal eine Workbench machen hier. Manchmal tatsächlich hier vier von den wertvollen Eichenholz hier. Manchmal so, zack. Setz die Werkbank hier mal irgendwo hin. Wir haben ja auch noch eine Schaufel, das ist ja gut. So, einmal Werkbank. Dann machen wir uns hier mal ein paar Tröpsche. Auch wenn die nie und nimmer reichen werden, nee. Müssten wir jetzt eigentlich gleich in den Fichtenwald hier gehen, dann auch mal ein bisschen was abholzen und so weiter und so fort. Aber das machen wir dann halt gleich. Oder beim nächsten Mal muss ich mal gucken, weil ich darf jetzt auch nicht mehr so viel aufnehmen, weil die Folge muss heute noch gerendert werden und so weiter und so fort. Muss heute noch released werden. Ich hänge da mal wieder ein bisschen hinterher. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das war auch schon so. So, nehmen wir mal ein bisschen Erde hier. Und da kommt hier auf jeden Fall 1, 2. So, und jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt sollen wir nämlich hier so ungefähr was mit den Treppen machen. Und Treppen bauen ist ja immer so ein Spaß. Ah, fängt ja schon gut an hier. So. Oh, nee. Na super, das wird jetzt richtig toll, wird das. Du kommst dahin, genau, du kommst dahin. Wieder volle Konzentration hier beim Treppenbau. Ja. Ja. Ups. Ich glaube, ich schaff's. Ja, das würde schon gehen. Jetzt muss das da, glaube ich, einfach rum. Es muss einfach rum. Ohne rum und ohne Scotch. Jetzt komm. Ach, jetzt ist hier der Zaun im Weg. Ich könnte kotzen. So, dann kommst du halt dahin. Ist das jetzt richtig? Ja, sieht richtig aus. Okay. So, dann dahin. Also, ihr merkt schon, es ist richtig anstrengend für mich, hier dieses Dach zu bauen. Kommen ja halt kaum dazu, hier irgendwas richtig zu reden. Das ist jetzt auch immer nur, damit ich hier die Hälfte vom Dach erstmal hinkriege. Die andere Hälfte kommt dann irgendwie beim nächsten Mal oder später oder wie auch immer. Mal gucken. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Treppenbau ist so furchtbar anstrengend, weil du da so viel verkehrt machen kannst, so viel falsch klicken kannst, falsch anvisieren und so weiter und so fort. Und da sind uns schon die Treppen ausgegangen. Es hätte jetzt hier noch eine hingemusst. Eine einzige. Und da hätte ich mit der nächsten Reihe anfangen müssen. Egal. Gut. Dann, gehen wir in den Wald. Und hoffen, dass ich hier irgendwie einigermaßen hochkomme. Na, natürlich nicht. War klar. So, dann nehmen wir halt die Erde. Freuen uns einen Keks. Und sagen dem Fichtenholz Hallo. Hallo, Fichtenholz. So, was gibt's denn jetzt noch für tolle Gesprächshimmel, die ich jetzt noch nicht angefangen hatte? Ich muss zugeben, es gibt jetzt mal wieder nicht so unglaublich viel im Bereich des Gamings. Weil, naja, irgendwie ist da mehr oder weniger Flaute.
Man wartet mehr oder weniger halt immer noch auf Watch Dogs, das jetzt Ende Mai kommen soll. Ich persönlich bin da auch gespannt drauf. Ich werde dazu allerdings kein Let's Play machen, sondern werde es höchstwahrscheinlich einfach so spielen. Weil das an sich von der Länge her wahrscheinlich so lang wird, das würde jetzt sämtliche Rahmen sprengen. Ich merke schon bei The Witcher, da kommen halt hin und wieder Zuschauer dazu und dann sind sie auch schon wieder weg. Und bei so langen Projekten ist das manchmal schon ein bisschen mühsam, die Zuschauer bei Laune zu halten. Durch Nebenquests und so weiter und so fort. Und es gibt halt immer Leute, die dann halt die Hauptstory unbedingt nur sehen wollen. Es gibt welche, die wollen auch den Nebenquest und so weiter und so fort. Und du kannst es halt nicht allen recht machen. Und ja, deswegen wird Watch Dogs, denke ich mal, ein Spiel sein, das werde ich einfach nur so spielen. Ja, man glaubt es gar nicht. Sonst spiele ich ja fast jedes Spiel immer mit euch. Aber diesmal nicht. Na, auch wenn GTA 5 irgendwann mal für PC kommt, das werde ich auch für mich spielen. Vielleicht werde ich den Online-Modus irgendwie zusammen mit jemandem spielen, aber das war es auch schon. Ja, also da ist auch sowas. Der Einzelspieler-Modus ist rein für den Offscreen-Bereich, sozusagen. Und ja, schaue ich mal. Also ich weiß nicht, ob ich gespannt auf den Titel sein soll. Ja, mich interessiert zwar, wie sie da das Hacking und sowas umsetzen und so weiter und so fort und auch generell, wie das Gameplay so ist, ob es wirklich GTA-mäßig einigermaßen ist oder ob es totaler Bullshit ist, aber das muss man halt dann abwarten. Das kann man aktuell halt noch überhaupt und gar nicht voraussagen. Die Erwartungen daran sind ja von vielen Seiten sehr, sehr hoch und ich muss irgendwie persönlich sagen, dass ich da jetzt nicht so die unglaublich hohen Erwartungen habe. Ne? Weil, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich dann eine hohe Erwartung an ein Spiel habe, dann wird's echt kacke. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ich dann einfach zu hohe Erwartungen habe. Oder ob sie es mit Absicht machen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es nie erfahren. So. Haben wir jetzt mal ein paar neue Treppchen hier. Und dann können wir jetzt hier schon mal ein bisschen weitermachen. So, hier. Nehmen wir mal die Treppen. Machen hier bis hierhin. Und dann brauche ich jetzt nämlich wieder die Erde, um jetzt hier so eine kleine Stütze zu haben, um hier wiederum einen dran zu kriegen. Weil jetzt geht es nämlich wieder daran, hier die zweite Riege zu machen. In der Hoffnung, dass es einigermaßen okay aussieht dann später. Macht das schon ein bisschen anders als in der Vorlage. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir müssen nur noch einmal rumkommen hier. Wahrscheinlich ist mir gleich wieder der Zaun im Weg. Stolper ich gleich wieder drüber. Stolperzaun. So, nein, es ist nicht der Zaun, es ist die Kante vom Sand. Die diabolische Sandkante. So, ja, siehst du, jetzt habe ich den nämlich schon falsch gesetzt. Wenn ich da jetzt nämlich nochmal einen ransetze, dann korrigiert er sich, glaube ich, nicht nach, ne? Ne, natürlich nicht. Dann müssen wir die olle Treppe hier nochmal wegmachen. Komm, komm runter. Komm, 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 Ogo. Ja, geht doch. So. Dann so. Und dann müssen wir hier nochmal einen ransetzen. Jetzt kann er nämlich ums Eck. Um dann hier irgendwie ranzukommen. Und warum geht denn die Sonne schon wieder unter? Es ist nicht wahr. Du kannst ja nicht mal in Ruhe bauen, weil ständig die Sonne untergeht. Es ist zum Kotzen manchmal. Wie sollst du denn so bauen? Und demnächst ist ja auch schon wieder 100er Special angesagt, ne? Also 500 Folgen habe ich dann in Minecraft. Ich habe auch aktuell wieder keinen Plan, was ich euch da präsentieren soll. Ne, jede nächste 100er Folge immer wieder irgendwie was Besonderes raushauen. Ich habe keine Ahnung. Aber mir wird schon irgendwas einfallen. Irgendwie, irgendwas und irgendwo. Bei 400er Special hatte ich ja die fliegenden Inseln, die sich zum Teil sehr gut etabliert haben, finde ich persönlich. Ja. Aber wie gesagt, ne, war halt nur so ein kleines Dingens, was mir persönlich gefällt. Ich hatte nämlich ursprünglich schon mal überlegt, ob ich die fliegenden Inseln selbst künstlich im Let's Play einbaue, aber ganz ehrlich, das wäre dann so viel Terraforming und so weiter und so fort und ich wäre so oft gestorben, hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und ich hatte irgendwie trotzdem so
den Willen, so und so und so fliegende Inseln hier überall rumfliegen zu haben. Aber, naja, so ist das halt. So, ja, das war jetzt so erstmal das Grunddingens vom Dach. Da kommen dann teilweise noch ein paar Slabs drauf, damit es dann an die Rückwand angeglichen wird und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann auch noch. Muss jetzt mal ganz kurz überlegen, wie ich das dann gemacht habe. Ich kann jetzt leider auch nicht mehr eine Kopie nachgucken, weil jetzt halt, ne, gerade und so, ist halt schlecht. Ich glaube, wir müssten dann quasi anfangen mit der Treppe, dass ich halt gucke, wie viel hoch musste jetzt die Treppe sein. Die Treppe habe ich da nochmal einen Screenshot von gemacht. Warte. Aha. Okay. So, und von dort aus muss ich dann nämlich gucken, wie ich das mit dem Rest hier in Hand habe. Haben wir denn? Ja, haben wir. Sehr schön. Dann könnte ich hier theoretisch einmal sagen, ich mache den hier. Dann brauche ich auch wieder Fichtenholz. Verdammt. Ach, ein bisschen was haben wir ja noch. Da, dann ist er gut. Ja, was mache ich denn? Du sollst den hier nehmen. Ihr merkt schon, ne? Ich bin heute irgendwie total durch. Wenn es nur heute wäre, ich weiß. Ja, was? Es geht aus Prinzip. So, dann kommt hier wieder eine Treppe drauf. Kommt hier wieder so ein Ding ins hin. Einfach damit wir hier das Schachbrettmuster irgendwie beibehalten. War mir nicht was ich für einen Tick hatte, dass ich hier ein Schachbrettmuster einbaue. Wollte wahrscheinlich einfach mal was mit Birkenholz und Dingens machen. Hat ja auch einigermaßen geklappt, finde ich persönlich. Da ist die falsche Treppe, die Treppe brauche ich. So. Genau. Dann ist hier nämlich schon die nächste Etage. Die dann anfängt mit... Lass mich lügen, mit Fichtenholz. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr richtig hoch. Es ist zum Mäusemelken manchmal in Minecraft. Na. So. Weil jetzt geht nämlich hier das richtige, lustige Hin- und Hergedingse zwischen Birkenholz und Fichtenholz los. Das halt im Boden dann ein bisschen einfacher wird, dadurch, dass du halt da immer alles ein bisschen abwechselnd legen kannst. Aber auch das kriegen wir hier hin. So, jetzt wieder vorsichtig hoch hier. Ganz vorsichtig. Das kommt dahin. Dann kommt hier dorthin. Dann kommt hier dorthin. Ja, und das ziehen wir halt hier jetzt auf jeden Fall so durch bis zum Ende aller Tage. Wird halt jetzt nicht so das große Mega-Haus, aber halt so was Kleines, so was man irgendwo mal hinstellen kann, fand ich. Und ja. Schauen wir mal. Wird schon super. Auf eine gewisse Art und Weise. So, kommt wieder so ein Dings hin, dann kommt hier so ein Dings hin, dann kommt hier so ein Dings hin. Das ist jetzt, erfordert weniger Konzentrationsarbeit, als hier das Dach zu bauen, zum Glück. Aber das Problem ist halt, fuck, ich habe mich verbaut. Das Problem ist halt, dass ich mich hier auch verbauen kann. Es ist unglaublich. Mal wieder typisch Mammut. Niemand kann sich so toll verbauen wie ein Mammut. Komm ich da auch ran? Ja, gerade so, okay. Gut. Also nochmal das Ganze. So. Abwechseln. Muss hier ran. So. So. Krieg da mal das Holz hier? Meine Güte. Habt ihr gesehen, ne? Es wollte einfach nicht in meine Tasche. Ich weiß gar nicht warum. Meine Tasche ist bequem und gemütlich. Auf eine gewisse Art und Weise. So, jetzt will ich aber auch hier das Holz nicht verkommen lassen. Weil es wäre so ein Schade ums Holz. Ich mag immer den Geruch von frisch geschnittenem Holz und sowas, ne? So aus der Werkstatt und sowas. Finde ich immer voll toll. Ne, nur wenn du selbst mit Holz arbeitest und sowas, du kriegst dann die ganzen Sägespäne in die Nase, in die Ohren und sowas und hast das dann später überall hängen. Und kriegst du die Scheiße einfach nicht mehr weg. Natürlich immer so ein Nachteil, wenn man mit Holz arbeitet. Zum Glück arbeite ich nicht viel mit Holz. So. Vergrößern wir mal die Gesamtfläche hier irgendwie. Kriegen wir auch alles hin.
Und ich sehe gerade, ich muss auch gleich Aufnahmepause machen, sonst kriege ich mit dem Rendern heute nicht mehr hin. Aha! Dann hoffe ich mal, dass ich dann halt bei der nächsten Folge wieder ein paar mehr Gesprächsthemen habe. Im Moment ist halt echt Flaute. Sind noch keine Verkaufszahlen von Flappy Birds HD erschienen, ne? Aber trotzdem. Darüber will ich auch nicht unbedingt reden, weil Flappy Birds ist nun mal Flappy Birds. Ne? Nun gut. Dann würde ich sagen, ich gehe in mein Holzfällerhäuschen. Mach da mal eine sichere Aufnahmepause. Ist auf dem Weg hier nochmal im Brötchen. Und dann sehen wir uns dann, hoffe ich, bei der nächsten Folge wieder. Und dann muss ich auch gucken, dass ich das auch wieder richtig abtime mit der 100er Folge. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich für die 100er Folge mache und so weiter und so fort und bla und blub und naja, wir werden sehen, ne? Also dann, bis dann, tschüss, schönen Tag noch und ciao!